So, sind wir an der Westkampfbahn. Heute nicht die Regionalliga, sondern der Nachwuchs vom 1. FC Düren auf dem Parkett. Die U17, ein Freundschaftsspiel, Benefiz gegen Dynamo Kiew. Du als Kapitän, Philipp, wie hast du denn das heutige Spiel gesehen? Ja, also das Ergebnis ist ja erstmal zweitrangig, weil hier geht es ja eher um die Message gegen den Krieg. Aber ich finde, wir haben uns eigentlich insgesamt gut geschlagen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gut dagegen gehalten. Am Ende leider unglücklich 1-0 verloren, aber insgesamt war es ein guter Test. Ja, unglücklich kann man sagen. Ne? Es war schon ein schöner Sonntagsschuss, oder? Ja, also war ein guter Schuss, ja. Wie hast du denn die erste Halbzeit deiner Mannschaft gesehen? Also die erste gegen den unbekannten Gegner, sag ich jetzt mal so. Also die erste Halbzeit war der Ball eher bei den Gegnern. Wir mussten viel hinterherlaufen, aber standen eigentlich gut, kompakt gegen den Ball. Ist nicht viel durchgekommen, haben einen Elfmeter bekommen, den aber unser Torwart gut rausgeholt hat. Also würde ich sagen, eigentlich insgesamt ein faires 0-0. Was hat der Trainer denn mit euch zur Halbzeit besprochen? Ja, wir sollten, dass wir gut kompakt gestanden haben, dass wir aber die Halbfelder gut gesetzt haben, nur ruhig mutiger spielen sollen, aber gegen den Ball war das schon ordentlich. Gehen wir mal vom Spiel weg, jetzt 1-0 verloren, das Ergebnis ist zweitrangig, hast du eben angesprochen. Mit welchen Gefühlen bist du denn heute aufgelaufen in einer Mannschaft, wo wirklich Krieg ist, dass die Eltern nicht dabei sein können zum Beispiel? Also ich finde, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das ist eine Situation, die wir so nicht kennen. Und deswegen war es auf jeden Fall ein besonderes Gefühl. Ist auch ein Gegner, gegen den man nicht jeden Tag spielt. Auch die Kulisse hier insgesamt war ein gutes Gefühl eigentlich. Habt ihr denn zwischendurch schon mal Kommunikationswege genutzt, mit der Mannschaft, sag ich mal, die ja zurzeit in Köln untergebracht ist, Kontakt aufzunehmen? Also ich persönlich jetzt eher nicht, habe mich eher auf das Spiel fokussiert. Ja. Gehen wir vom Spiel weg zur Zukunft mit deiner Mannschaft. Wo geht die Reise hin? Ja, wir versuchen jetzt in der Mittelrheinliga den bestmöglichen Platz zu holen. Und dann gucken mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber du bleibst dem 1. FC Düren treu, auch in der nächsten Saison? Ja. Alles klar. Vielen Dank. Alles Gute.